Hallo, Namaste. mein Name ist Tobias und ich habe diese Yogastunde im Besonderen für den Abend konzipiert. Wir werden uns in dieser Yoga-Praxis im besonderen Schwerpunkt den Hüftgelenken widmen. Und sie ist deswegen für den Abend gut geeignet, da wir das, was wir machen, mit Ruhe angehen werden und eine erdende Praxis erfahren. Sie lädt uns ein, die Anstrengung und die Anspannung des Tages hinter uns zu lassen und vom Kopfraum, also vom Denken und Strukturieren und von dem, was uns da durch den Kopf tagtäglich geht, loszulassen und wieder mehr in das eigene Zuhause unseres Körpers einzutauchen. Also uns wahrnehmen, uns spüren und fühlen und mit dieser Wahrnehmung arbeiten. Wir werden die Atmung in den Vordergrund bringen und die Ausatmung verlängern, um uns zu entspannen im Abendverlauf. Und ja, so lädt die Praxis ein, dich zu Hause zu fühlen bei dir selbst. Ich habe mir zwei Yoga-Blöcke bereitgelegt, die ich nachher in der Praxis brauchen werde. Vielleicht hast du auch ein oder zwei Blöcke oder eine andere Unterlage, also gehen auch Bücherstapel oder Deckenstapel oder ähnliches, sodass du dich zwischendurch mal aufstützen kannst auf den Yoga-Blöcken und der Boden und die Erde nicht ganz so weit weg sind. Gut, wir beginnen im Kind. Du kannst dafür gerne die großen Zehen zueinander bringen und die Knie ein Stück nach außen öffnen, an die Ränder deiner Yogamatte und hier ganz weich und sanft in die Haltung des Kindes eintauchen. Und hier nichts weiter tun, als einfach die Aufmerksamkeit zu dir zu bringen, dich zu spüren, wie es hier ist, dich einzurichten mit kleinen Bewegungen und genüsslicher hier anzukommen. Und ich bitte dich, auf die Fingerkuppen zu kommen und diesen kleinen Unterschied zu spüren in der Aktivität der Schultermuskulatur und nochmal die Hände flach abzulegen und die Unterarme abzulegen. Das ist ganz entspannt jetzt. Ja, wir bleiben aber einen Moment in der Aktivität, kommen wieder auf die Fingerkuppen hoch, ziehen die Schulterblätter ein bisschen zueinander, krabbeln mit den Fingern nach vorn, strecken die Flanken unseres Körpers und wandern hier nach rechts. Auf die rechte Seite, auch ja, mit dem Oberkörper Richtung rechtes Knie. Komm so weit dorthin, wie es für dich gut ist und die linken Seite Raum gibt. Und dann schick die Atmung in den linken Bereich deines Oberkörpers, in die linke Flanke und atme sie. Und vielleicht magst du die linke Schulter ein bisschen hochziehen und einen kleinen Unterschied spüren. Linke Seite ganz lang, von dem linken Hüftgelenk bis über die Schulter, bis in die Fingerspitzen. Ganz viel Raum und Größe zum Durchatmen. Dann komm wieder zurück in die Mitte und vergleich die beiden Seiten, die rechte und die linke. Spür die Atmung, wohin sie jetzt am besonders gerne fließt. Und wandere dann nach links. Folge mit dem Oberkörper in die Seitbeuge nach links. Und atme in die Weite und Größe deiner rechten Seite. Und du kannst die rechte Schulter ein bisschen heben. Noch mehr Raum in der rechten Seite schaffen. Noch tiefer hinatmen. Noch einmal durchatmen und ganz lang ausatmen. Und dann zurückkommen in die Mitte. Auch hier nachspüren. Schieb dein Gesäß etwas Richtung Fersen. Veranker es dort und lauf mit den Fingern wieder na lang nach vorn und streck dich in die Größe nach vorn. Schick die Atmung in die Rückseite deines Oberkörpers. Und vom Rückenraum bis in den Beckenraum. Und wenn du einatmest, dann nimm noch einmal die Gedanken wahr, die dir vielleicht im Moment noch durch den Kopf gehen. Das, was dich jetzt beschäftigt. Und wenn du ausatmest, dann löse dich davon. Einatmend das Aufnehmen, was dich beschäftigt, die Gedanken, die Informationen, das, was nachschwingt an diesem Tag. Und ausatmen, das Ganze loslassen und abgeben. Also atme dich in das Hier und Jetzt, ganz bei dir, frei von den Gedanken, erholsam für den Geist.
um dann mit einem frischeren Gefühl in den Körper einzutauchen und ihn zu spüren. Und komm mit dem Wahrnehmen deines Körpers in den Vierfüßler. Die Knie wieder hüftbreit. Finde Bewegungen des Oberkörpers, des Rückens, der Schultern und des Nackens. Und vielleicht findest du hier ein oder andere gespannte Struktur, die du herausarbeiten und mobilisieren kannst. Dann dieses Bewegungsgefühl mit in den abwärts schauenden Hund. Und beweg dich hier weiter durch. Ganz nach eigenem Gusto, so wie es dir jetzt gut ist. Bitte dich dann, die Knie zu beugen, das Becken hochzuschieben, zu spüren, wie der Rücken sich streckt, ihn lang zu lassen und dann die Außenseiten der Fersen tiefer zu ziehen, nach unten. Die Innenseiten der Oberschenkel hochzuschieben, die Hände in den Boden zu schieben. Und jetzt etwas anderes. Die Fersen heben, die Beine ganz lang durchstrecken, gestreckt lassen und die Fersen wieder senken. Noch einmal das Becken hochschieben und die Hände in den Boden drücken. Den Kopf einrollen, schau hoch Richtung Becken, dehn die gesamte Rückseite. Und dann bring den Blick nach vorn Richtung Hände und heb das rechte Bein hoch. Und wenn du ausatmest, schwingst du den Fuß nach vorn. Das ist der Reiter Asvasanchalanasana. Und hier bitte ich dich, die Füße sanft aufeinander zuzuziehen und zu spüren, wie das Becken leicht wird, wie es sich hebt. Und dann die Füße auseinanderfließen zu lassen und zu erfahren, dass das Becken schwer wird. Mach das weiter für dich. Verbinde also die Atmung mit einem Tun, mit einer Körperbewegung. Und wir konditionieren in dieser Yogastunde die Ausatmung auf das Gefühl des Loslassens, Loslassen der Anstrengung und der Anspannung. Wenn du also ausatmest, dann mach dein Becken schwer und vertraue es der Erde an. Loslassen im langen Ausatmen. Noch einmal einatmen, das Becken heben und ausatmen, das Becken schwer machen und jetzt das linke Knie zum Boden bringen. Und du kannst da gerne ein Polster unterlegen, also eine Decke oder ein Kissen, so dass es deinem Knie an sich gut ist. Ups. So, jetzt bringst du den rechten Fuß ein Stück nach außen, ein Fußbreit nach außen und kommst mit der rechten Hand nach innen. Und ich bitte dich, das vordere Knie wieder zu beugen und das Becken nach unten schmelzen zu lassen. Jetzt kommen die Yoga-Blöcke ins Spiel. Wenn du sie hast, einer oder zwei, zwei ist die Luxusvariante, einer reicht auch, dann bring den linken Ellenbogen und Unterarm auf den Block oder auf einen Deckenstapel oder auf ein Kissen. Wenn du zwei Blöcke hast, dann kannst du auch den rechten Unterarm mit aufstützen auf den Block oder du lässt die rechte Hand einfach ja, auf den Fingerkuppen oder flach geerdet. Und dann komm wieder vom Kopf in den Körper und denk nicht nach, was du jetzt machen sollst, sondern spür, wie es sich anfühlt. Spür die Dehnung in den Körperstrukturen. Im Beinrückseiten, rechte Beinrückseite, linke Beinvorderseite, in den Leisten, im Becken und lass das Becken schwer werden. Atme wieder aus. Gut. Jetzt dreh den linken Unterarm parallel zu dir, sodass die Hand nach rechts zum Fuß zeigt. Du kannst das auf den Yoga-Blöcken machen. Du kannst zwei Yoga-Blöcke nehmen, wenn das sehr tief ist und du es leichter und befreiter haben möchtest. Oder du lässt die Yoga-Blöcke ganz weg. Es ist einfach so, wie du jetzt sein möchtest und wie es für dich in diesem Moment passt. Rechte Hand stützt du auf dein rechtes Knie, drückst die Hand nach unten und drehst dich nach rechts auf. Lehnst die rechte Schulter zurück. Die Hand an den Hinterkopf, lehnst den gegen ein weiches Kopfkissen nach hinten an und streckst dann den Arm hoch. Jetzt ziehst du den vorderen Fuß und das hintere Knie ein bisschen aufeinander zu. Nicht viel, nur ein bisschen. Und du spürst diese Kraft und nimm diese Kraft mit und streck dich mit dem rechten Arm noch weiter in die Welt nach oben. Atme ein, dafür streck dich hoch und entspann im Ausatmen und lass die Anstrengung los. Noch einmal einatmend. Fuß und Knie aufeinander zuziehen, über den rechten Arm hochwachsen und ausatmen, loslassen, den rechten Arm zurückbringen und dann ganz in Ruhe zurück zum abwärts schauenden Hund. Und nutzt hier
einen guten Weg dorthin. Nutz dir die Zeit, die es haben darf. Komm hier an und finde Bewegungen, die jetzt wohltun. Und atme tiefer, befreiter, auch in die Rückseite. Jetzt schaust du nach vorn, hebst das linke Bein hoch und schwingst den Fuß nach vorn. Gut, der Reiter auf dieser Seite, kannst du auf den Fingerkuppen sein oder flach auf den Händen sein, wie du das magst. Du ziehst die Füße aufeinander zu, hebst dein Becken etwas höher und wenn du ausatmest, dann wird das Becken schwer und es sinkt etwas tiefer. Mach das hier auch weiter. Also komm in die Erfahrung der Atmung und der Bewegung deines Körpers. Und dann senk dein rechtes Knie zur Erde, auch gerne auf dem Polster, so wie es für dich jetzt passt, in der Seite. Linker Fuß, eine Fußbreite nach außen, die Hand nach innen und das vordere Knie beugen und das Becken wieder eintauchen lassen. Und auch hier wahrnehmen, wie diese Seite sich anfühlt. Es ist immer sehr schön im Yoga, dass wir beide Seiten versuchen gleichmäßig zu praktizieren und zu beüben. Und dort eine Balance, also eine Symmetrie schaffen zwischen unseren Seiten des Körpers. Und wir erfahren dort sicherlich auch, dass Dinge unterschiedlich sein können. Gerade auch heute, wenn wir mit den Hüften arbeiten, dann kann es sein, dass die eine Seite die Lieblingsseite ist und die andere Seite schwierig ist. Dann konzentriere dich nicht auf die Lieblingsseite, sondern auch auf die Seite, die ein bisschen mehr die Herausforderung dir näher bringt. Und nimm diese Herausforderung an. Gut, jetzt eventuell die Yoga-Blöcke, einen zumindest für den rechten Unterarm, vielleicht einen zweiten für den linken Unterarm. Oder du lässt die linke Hand aufgestützt. Komm also dort an, wo es für dich komfortabel und gut ist. Und du musst dir nichts beweisen, auch nicht anderen und schon gar nicht mir selber in diesem Moment. Das sind Dinge, die du für dich machst. Also lausch auf deinen eigenen Körper und komm in ihm an. Gut, jetzt bringst du den rechten Unterarm parallel, die linke Hand auf dein Knie und du drehst dich nach links auf. Bringst die Hand an den Hinterkopf, lehnst den Kopf gegen ein imaginäres Kissen nach hinten an und streckst dann den Arm hoch. Der Blick kann folgen, du kannst aber auch zur Seite schauen oder zur Erde. Also variier immer für dich selbst, das ist eine Yoga-Praxis für dich. Wenn du einatmest, ziehst du Fuß und Knie aufeinander zu, linker Fuß, rechtes Knie. Wenn du ausatmest, schaffst du zwischen diesen Strukturen Weite. Einatmen, ziehst du dich auch nach oben und wächst innerlich in die Größe, nach oben zum Himmel. Und ausatmend entspannst du nach unten zur Erde. Noch einmal einatmend nach oben wachsen und streben. Und ausatmen, schwer werden, Anstrengung abgeben und zurückkommen. Der abwärts schauende Hund. Bewegungen integrieren dort, der Atmung lauschen. Und dann hebst du dein rechtes Bein hoch und winkelst dein Knie. Schieb die Fußsohle weiter nach oben und drehe jetzt die Hüfte auf, dann zeigt der rechte Fuß nach links. Die rechte Seite, die rechte Flanke wird lang. Atme dorthin in die rechte Seite und du kannst gerne unter der rechten Achsel hindurchschauen. Einmal tief durchatmen. Dann bring den Blick nach vorn Richtung Hände und setz den rechten Fuß ganz langsam im Ausatmen nach vorn. Jetzt drehst du dein hinteres Bein auswärts und senkst die Ferse nach innen. Die Fersen an sich kannst du in eine Linie orientieren. Und das vordere Knie beugen. Und dann bring bitte beide Hände nach innen und wander mit ihnen etwas nach links von der Matte weg. Der Oberkörper folgt. Und das rechte Knie ausatmend beugen. Die Atmung und die Strukturen fließen lassen, die jetzt besonders herausgefordert sind.
Und wenn du die Lust verspürst, weiter anzutauchen, dann kannst du die Ellenbogen beugen und mit dem Oberkörper tiefer eintauchen. Oder du wanderst mit den Händen noch nach vorn. Noch einmal durchatmen. Und dann kommst du wieder zurück. Stellst den hinteren Fuß auf und ziehst den vorderen, ja, so ein Stück unter das Knie zurück, falls er weit vorn war. Bringst ihn zur Mitte der Yogamatte und lässt jetzt dein rechtes Knie nach außen sinken. Kommst also auf die Außenkante des rechten Fußes. Das Becken wieder schwer nach unten schmelzen lassen. Und die Veränderung wahrnehmen, die wir uns hier schenken. Und in diese Strukturen atmen, die jetzt herausgefordert sind. Dann langsam wieder auflösen, das Becken heben und den Fuß zurückziehen. Und hier bewegen und verwöhnen. So, die zweite Seite, das linke Bein heben. Das Knie beugst du. Schiebst den Fuß hoch zum Himmel und öffnest die Hüfte, schiebst den Fuß nach rechts. Linkes Hüftgelenk stapelt sich hoch über das rechte Hüftgelenk. Rechte Ferse senkt über die Außenseite tief. Und du schaust unter der linken Achsel zur Seite, nimmst die Weite der linken Flanke wahr und atmest in diese Weite. Dann bring den Blick nach vorn Richtung Hände und setz im Ausatmen den Fuß in Ruhe nach vorn. So, hinteres Bein auswärts drehen, die Ferse senken. Das rechte Knie bleibt gestreckt, linkes beugst du und wanderst mit beiden Händen ein Stück nach rechts. Soweit es für dich gut ist, dort kommst du an, atmest aus und lässt dein Becken schwer werden. Gib also die Anstrengung, die du jetzt im Moment nicht brauchst, an die Erde ab. Und auch hier, wenn dein Körper einen Wunsch hat, der Wunsch nach mehr, dann beugst du die Arme, ziehst die Ellenbogen nach außen und schmelzt und schmilzt genüsslich mit dem Herz etwas tiefer. Oder du wanderst mit den Armen von dir weg und streckst dich ganz lang, um dann nach unten genüsslich einzutauchen. Hier wir dienen besonders die Innenseite des rechten Beines, die sogenannte Adduktorengruppe. Und komm von dort wieder zurück zur Mitte. Stell den hinteren Fuß auf. Vordere Fuß wandert immer noch zur Mitte der Yogamatte. Und wir kommen auf die Außenseite des Fußes und lassen das linke Knie nach außen sinken. So wie es für dich jetzt gut ist. Und besonders wenn wir in den Gelenken arbeiten, dann lohnt es sich zu respektieren, welche Möglichkeiten du jetzt hast und nichts zu erzwingen. Also nicht den Kopf über den Körper zu stellen, sondern den Körper in den Vordergrund zu bringen, ihn zu spüren und mit ihm zu arbeiten und nicht gegen eine bestimmte Struktur deines Körpers. Ausatmen, das Gewicht des Beckens abgeben. Und langsam wieder zurückkommen. Bis zum abwärts schauenden Hund. Und hier laufen und bewegen und genüsslich eintauchen. So, jetzt hebst du dein rechtes Bein nochmal nach oben, beugst dein Knie, schiebst den Fuß langsam nach links. Wenn du etwas mehr möchtest, dann bringst du mehr Gewicht auf die linke Hand, fächerst die Finger auf, drückst sie in die Yogamatte, gewichtest dort nach unten, ziehst die leichte rechte Hand auf die Fingerkuppen, drehst dich weiter nach rechts auf, atmest noch tiefer durch. Jetzt schaust du nach vorn Richtung Hände. Jetzt ganz langsam das rechte Knie zwischen den Händen ablegen, ausatmen und das Knie langsam ablegen. Erst den Fuß, dann das Knie. So, wir sind auf dem Weg zu Ardha Kapotasana, zur halben Taube. Bring den Blick noch einmal hinter uns, schauen zum linken Bein. Und wenn du eine Yogamatte hast, dann gibt es hier eine Orientierung.
Und dann kannst du entlang der Kante der Yogamatte dein Bein nach hinten orientieren. Also schau, dass es nicht so weit nach außen ist, sondern parallel nach hinten zeigt. Gut. Lauf ein Stück weiter nach hinten. Dann kannst du merken, dass dein Becken schwer wird und es nach unten sinkt. Und jetzt setzt du dein rechtes Knie ein Stück weit nach außen. Manchmal ist das auch außerhalb der rechten Seite der Yogamatte. Rechtes Knie ein Stück nach außen. Noch einmal mit dem Becken ein Stück nach hinten hineinsinken. Und jetzt dein linkes Knie ablegen. Der hintere Fuß, da gibt es zwei Varianten. Du kannst ihn aufgestellt lassen auf den Zehen oder du kannst den Fuß auch ablegen. Eines von beiden ist die Variante, die für dich im Knie sich besser anfühlt. Das ist bei mir den Fuß abgelegt, aber es kann bei dir sein, dass du den Fuß aufstellen möchtest. Wie du magst. Rechter Fuß ist so eher gestreckt, vielleicht ein klein bisschen gebeugt. Und jetzt lässt du die rechte Seite deiner Hüfte nach hinten sinken. Und damit du dich jetzt nicht nach rechts setzt, ja, das wollen wir nicht, wir wollen die Hüfte parallel lassen, dafür ziehst du die linke Hüfte nach vorn und unten. Ja, die linke Hüfte kommt nach vorn runter. Das Becken also insgesamt sinkt es gleichmäßig ausgerichtet nach unten und kippt nicht über eine Seite nach unten. Optionen für diese halbe Taube gibt es viele. Du kannst hier auf den Händen bleiben und dich aufrichten. Die Flanken lang machen und innerlich nach oben wachsen. Oder du kommst auf die Fingerkuppen. Oder du beugst die Arme an und tauchst ein bisschen tiefer ein. Du könntest auch wieder zu den Yoga-Blöcken oder zu dem Bücherstapel oder was auch immer du hast greifen und die Unterarme darauf ablegen, also noch tiefer zur Erde eintauchen. Oder du nimmst die Unterlagen ganz weg und kommst ganz in den Kontakt zur Erde. Schau einfach, dass es für dich angenehm ist und du dich nicht zu etwas gezwungen fühlst, was du jetzt nicht machen möchtest. Entspann die Kiefergelenke und dein Gesicht und deine Stirn. Und dann schick deine Einatmung in den Rücken, fächer den Rücken auf und lass dieses Einatmungsgefühl, dieses Auffächern bis zum Becken fließen, bis in die Hüftgelenke. Lass sie weit werden, wenn du einatmest. Und wenn du ausatmest, dann entspann dich. Gib die Anstrengung ab, die du jetzt nicht brauchst. Und dann komm, egal wo du jetzt bist, langsam wieder zurück. Mit den Händen zurück Richtung Becken. Und um das Ganze aufzulösen, stellst du den hinteren Fuß auf, wenn er das noch nicht ist, streckst dein hinteres Bein, drückst die Hände nach unten, ziehst dein Becken ganz langsam hoch. Dann löst sich automatisch dein rechtes Knie und dein rechtes Bein kann langsam nach hinten kommen. Der Fuß nach hinten glatten. Nimm dir die Zeit, die es braucht, um dich wieder zu neutralisieren. Und nimm dir die Bewegungen als Möglichkeiten, um dich wieder zu verwöhnen. Atme tief. Wir machen die zweite Seite gleich im Anschluss. Du hebst dein linkes Bein hoch, winkelst dein Knie, schiebst den Fuß nach oben und oben nach rechts. Die linke Hüfte stapelt sich hoch wie die rechte. Jetzt die rechte Hand auffächern, die Fingerkuppen und Fingergrundgelenke in den Boden drücken, Gewicht dort hineingeben, auf Vertrauen die linke Hand auf die Fingerkuppen ziehen, optional, und unter der linken Achsel zur Seite schauen. Hier tief atmen. Dann der Blick nach vorn und jetzt dein linkes Knie ganz langsam zum Brustkorb ziehen, nach vorn ziehen, den Fuß ablegen und das Knie ablegen, ganz bedacht. Hinteres Bein noch gestreckt,
Kannst du ein Stück zurückwandern nach hinten. Dann lass uns den Blick noch einmal nach hinten bringen, das, was hinter uns ist. Das gestreckte Bein so ausrichten, dass es parallel zur Matte zeigt oder eben parallel hinter dir nach hinten sich ablegen kann. Dann senk dein Knie, den Fuß aufgestellt oder abgelegt, je nachdem, was für dich auf der Seite besser ist. Und ja, respektiere die Hüften, die sind unterschiedlich, das ist ganz normal. Also schau, wie weit du hier gehen möchtest und nicht willst. Linkes Knie ein Stück nach außen, vielleicht auch außerhalb der Matte. Linker Fuß ein bisschen angewinkelt, nur ein bisschen. Und du wanderst weiter zurück, lässt dein Becken schwer werden und sinkst über die linke Seite des Beckens tiefer nach hinten und über die rechte Seite deines Beckens nach vorn. Ja, also vom Gefühl wieder nicht, so nicht auf die linke Seite setzen und umklappen, das ist gar nicht das Ziel, ja, sondern wirklich das Becken parallel ausgerichtet nach unten fließen lassen. Und wenn wir die Ausatmung verlängern und verfeinern, dann gelingt es uns, die Anstrengung ein bisschen zu reduzieren. Denn es hilft uns nicht, hier ganz angespannt und ganz fest zu sein. Es hilft uns nicht, das zu wollen und gar nicht es zu erzwingen. Wir können es nur geschehen lassen. Und das ist etwas Wunderbares an diesem Abend. Uns befreien von den Zwängen. Uns befreien von dem, was uns durch den Kopf geht. Auch von äußeren Bildern, wie diese Taube auszusehen hat. Und einfach im Gespür und im Gefühl uns diesem Asana hinzugeben. Und es kann sein, dass du tiefer möchtest, auf die Yoga-Blöcke, auf eine Variante, die für dich an dieser Seite gut ist. Oder dich eben ganz der Erde anvertrauen magst. Und dann lass es geschehen. Entspann noch einmal deine anderen Gelenke, besonders die Kiefergelenke. Und lass es atmen. Dort, wo du bist, dort gehen wir den Weg zurück. Richten uns auf im Oberkörper. Stellen den hinteren Fuß auf, strecken das hintere Bein durch, drücken die Hände nach unten und nehmen uns die Zeit, die es braucht, um mit dem Fuß zurück in den abwärts schauenden Hund zu kommen. Und schenken uns die Wohlfühlbewegungen, die jetzt gut sind. Ganz tief einatmen. Ganz tief aus. Noch einmal tief ein. Und tief aus. Das rechte Bein einatmend heben. Jedes Knie beugen. Den Fuß nach oben und nach links schieben. Die rechte Hüfte über die linke stapeln. Vielleicht nochmal die rechte Hand auf die Fingerkuppen ziehen. Durch die rechte Flanke hindurch atmen. Den Blick nach vorn bringen. Und für eine zweite Runde. Das rechte Knie nach vorn zum Brustkorb ziehen, mit den Schultern nach vorn kommen, den Fuß ablegen und das Knie. Mit dem hinteren Fuß nach hinten wandern, kurz rotieren, so. Und das Becken schwer machen, hinteres Knie ablegen, Fuß ungefähr, ja, Bein ungefähr parallel nach hinten. Zweite Runde mit einem Moment des Drehens, das wir jetzt anbauen werden. Das rechte Knie wieder nach außen, dort, wo es in der Seite gut ist, alles nachjustieren und verändern und einrichten, so wie du das am besten magst in diesem Asana. Das Becken schwer machen, nach unten schmelzen und Anstrengung abgeben. Wir wandern jetzt gemeinsam mit dem Oberkörper und den Armen nach rechts. Die rechte Hand rechts vom Knie, der Oberkörper mitsamt des Herzens kommt über das Knie. Wir machen die Flanken lang und richten uns extra genüsslich auf. Ganz lange Flanken, ganz viel Weite im Inneren.
Und dieses genüssliche Wachsen in die innere Größe nimmst du mit, du ziehst dich nach vorne und kommst ganz lang und ganz fein mit dem Oberkörper nach unten, ein ganz langer Rücken nach unten. Und jetzt rollst du dich von unten nach oben wirbelweise auf, erst vom unteren Rücken der Lendenwirbelsäule, dann zur Brustwirbelsäule hochrollen und dann den Kopf erheben. So eine ganz anmutige Haltung und Bewegung. Ausatmen, ganz fein nach vorn, ganz lang nach unten. Einatmend, ganz weich nach oben rollen, ganz anmutig auftauchen. Ausatmend nach unten eintauchen. Einatmend, noch einmal in dieser Anmutigkeit nach oben auftauchen. Ausatmend nach unten fließen. Ganz lang nach vorn und ganz fein nach unten. Jetzt hier bleiben, jetzt hier eine Drehung. Jetzt den linken Unterarm, den Ellenbogen besser gesagt, auf der Matte aufstützen. Das kann links am Knie sein, das kann aber auch in der Nähe des rechten Knies sein, wenn du die Drehung jetzt vertiefen möchtest. Bringst die rechte Handfläche jetzt in die linke hinein, gibst ein bisschen Kraft von unten, von oben nach unten, lehnst die rechte Schulter nach hinten an und drehst dich langsam auf. Und im Ausatmen Gewicht abgeben, Anstrengung abgeben, nach unten Halt und Erdung fühlen und einatmend dich nach rechts drehen. Das Atmen lassen. Und dann kommen wir zurück, die Hände wieder aufstützen, dich nach oben rollen und aufrichten. Und wieder nach vorn wandern. Und die Zeit, die es braucht, zum Auflösen nutzen in den Hund. Ganz bedacht, ganz in Ruhe. Tief ein. Und noch tiefer und feiner aus. Zweites Mal tief ein und tief ausatmen. Das linke Bein heben, das Knie beugen, den Fuß nach oben und nach rechts schieben. Linke Hüfte über die rechte, rechte Hand schwer, Finger aufgefächert, linke Hand auf die Fingerkuppen optional. Dich nach links drehen, in die linke Seite atmen. Dann den Blick nach vorn, das Knie zum Brustkorb ziehen, die Schulter nach vorn bringen. Erst den Fuß ablegen, dann das Knie mit dem hinteren Fuß nach hinten gleiten. Hintere Beine parallel nach hinten orientieren vom Gefühl her. Und zweite Seite, andere Erfahrung, linkes Knie nach außen. Das Becken nach hinten unten schmelzen lassen mit dem linken Hüftgelenk, mit dem rechten nach vorn runter schmelzen. Erst einmal ankommen, eine Basis schaffen, Halt und Erdung finden nach unten. Dich aufrichten, die Flanken verlängern, nach oben wachsen. Und jetzt nach links wandern, über dein linkes Knie. Noch einmal diese innere Größe schaffen und dich äußerlich strecken. Und diese Länge mitnehmen, wenn du ausatmest, dich ganz fein und ganz lang nach vorn und nach unten begeben. Das ist eine ganz tolle Hingabe nach unten. Und im Einatmen nach oben kommen, wirbelweise von unten nach oben aufrollen. Ganz sanft, ganz anmutig. Ausatmend nach unten fließen. Einatmen nach oben rollen. Einmal ausatmen, in die Hingabe eintauchen. Und aus ihr im Einatmen in der Anmutigkeit nach oben öffnen und wachsen. Und nach unten zurückschmelzen. Und hier, wenn du ankommst, einmal Halt schaffen, eine Basis schaffen,
Den rechten Ellenbogen aufstützen, entweder vor dir auf der Yogamatte selber oder ein bisschen mehr am linken Rand oder am linken Knie, je nachdem, wie weit du dich jetzt drehen möchtest und wie viel Gelegenheit du dazu findest. Linke Hand in die rechte, ein bisschen Kraft von oben nach unten und dich jetzt nach rechts, nach links drehen. Und einen Halt nach unten schaffen. Ausatmend Gewicht abgeben, Anstrengung abgeben, Anspannung abgeben, einatmen. Im Drehen wachsen. Und dann langsam wieder auflösen, Schritt für Schritt bis zum abwärts schauenden Hund in der Zeit, die es haben darf und braucht. Und hier in die Bewegung fließen. Dann einen Moment in diesem abwärts schauenden Hund ankommen, dich wohlig einrichten. Tief durchatmen. Und jetzt bringst du die Knie zum Boden. Nutze den Vierfüßler und finde Bewegungen, die dich befreien und regenerieren. Dann komm einen Moment in einen Fersensitz, sofern er dir möglich ist. Einen Moment den Beinen und den Hüftgelenken Raum geben, sich zu entspannen. Und nachspüren. Wie geht es dir jetzt? Es ist keine Kopffrage, es ist eine Frage für den Körper. Wie geht es deinem Körper? Wo strömt etwas? Wo kribbelt etwas? Wo spürst du Wärme? Welche anderen Empfindungen fließen durch deinen Körper? Nutze den Moment auch zum Durchatmen. Und dann bring deine Füße einfach nach vorne. Stell die Füße vor dir auf und bring die Fußsohlen zueinander und lass die Knie nach außen sinken für Supta Baddha Konasana, der sitzenden Winkelhaltung. Es kann sein und darf so sein, dass du Unterlagen nutzen kannst, also Hilfsmittel unter die Knie. Das kann ein Yoga-Block sein, den du aufstellst, rechts und links, oder ein Kissen oder eine Deckenrolle. Ja, schau einfach, dass es für dich in diesem Asana gemütlich ist. Und wir bleiben jetzt einen Moment hier und beruhigen uns wieder in dem körperlichen Tun. Du kannst gerne Gewicht auf linke Hüfte bringen, mit der rechten Hand die Gesäßmuskulatur nach außen ziehen, an der rechten Seite. Dann wechseln Rechtsgewichten der linken Hand. Die linke Gesäßmuskulatur nach außen ziehen und dort wieder ankommen. Die Füße dort orientieren, wo es für dich gut ist. Je näher du sie zum Becken bringst, desto aktiver wird es in den beiden Innenseiten dehnen. Und je weiter du die Füße wegbringst, desto entspannter kannst du arbeiten. Und das ist stufenlos möglich, das kannst du also variieren, wie es für dich jetzt gut ist. Dann greif dir die Füße, richte dich auf und atme aus und entspanne die Innenseiten deiner Leisten. Jetzt bitte ich dich, dich nach vorn einzurunden, dich nach vorn zu rollen und hier in diese Vorbeuge von Supta Baddha Konasana einzutauchen. Der Rücken ist also rund,
Wir rollen uns ein. Und da wir es gemütlich machen können, kannst du gerne wieder eine Unterlage nehmen, vielleicht einen Yoga-Block unter die Stirn oder ja, was anderes, was du als Unterlage nutzen möchtest. Oder einfach die Hände nutzen und den Kopf aufstützen. Ruhig gemütlich machen. Es ist wieder eine Zeit ganz für dich selbst. Und spür auch die Atmung und lass sie durch den Rücken in das Becken fließen. Wir finden einen Modus, in dem der Geist ruhig wird, sich von den Anstrengungen des Tages lösen kann, aber noch nicht zu müde wird, noch nicht zu schwer. Es ist ein ruhiger, klarer Geist. Das Ausatmen schenkt ihm diese Ruhe, eine Einladung loszulassen von den Dingen, die ihn beschäftigen. Und das Einatmen schenkt ihm eine innere Leichtigkeit, eine innere Frische. Gut, dann langsam wieder aufrichten. Wir verschränken die Schienbeine, bringen das linke Schienbein für diesen Augenblick nach vorn, die Füße nach außen mit den Fußsohlen, wir sind auf den Außenkanten der Füße. Auch hier kann es sein, dass du vielleicht eine Unterlage nutzen möchtest zwischen Füßen und Knien oder einfach die Knie Richtung Füße schmelzen kann. Das kommt ganz drauf an, wo du jetzt bist und welche Möglichkeiten du hast. Stütz die Hände hinter dir auf. Roll die Schultern zurück und atme dein Herz nach vorn hoch. Lass dein Becken schwer werden. Nicht zu viel anstrengen, nicht zu viel wollen, nicht zu viel zeigen und vormachen und präsentieren. Eher aus dem Inneren heraus etwas entstehen lassen. Dann richte dich wieder auf. Du kannst gerne noch einmal die Gesäßmuskulatur jeweils nach außen ziehen, wenn du den Wunsch danach hast. Bring jetzt die Hände bitte nach vorn. Und schau ganz für dich selbst wieder, wo du jetzt bist und welche Möglichkeiten du hast, wenn du dich nach vorn verneigst. Wie weit mag es gehen? Wo magst du ankommen? Magst du vielleicht die Seiten deines Körpers noch einmal lang räkeln und innerlich wachsen? Vielleicht wieder eine Unterlage nutzen für die Stirn. Und loslassen. Der Atmung lauschen. Und sein. Wir vertiefen die Ausatmung und erreichen damit auf direkten Wege den Nervensystem des Nervus vagus, also das vegetative Nervensystem, was für Entspannungszustände verantwortlich ist. Nervus vagus ist einer der Hirnstammnerven, die wir haben und steuert im Wesentlichen, ganz grob zusammengefasst, die Atmung, den Herzschlag und die Verdauungsprozesse. Und wenn wir das vegetative Nervensystem, was ja für Entspannungszustände zuständig ist, wenn wir es aktivieren wollen, dann haben wir eben die Atmung als direkten Zugriff. Und von daher wirkt ein verlängertes, feineres Atmen, besonders das Ausatmen, entspannend auf diese Nervenstruktur und damit auch auf das Herz, das sich beruhigt. Noch einmal in Ruhe einatmen, ganz fein und tief ausatmen. Tief ein und ganz selig aus. Und dann komm langsam wieder zurück. Richte dich wieder in den Sitz auf. Und bring das andere Bein nach vorn.
Vielleicht magst du hier wieder unterlagen unter den Knien. Vielleicht nochmal die Gesäßmuskulatur nach hinten rausziehen, das Becken schwer machen, die Flanken nach oben wachsen lassen und dich dann ganz liebevoll nach vorn verneigen. Und dann spür, wie diese zweite Seite sich anfühlt. Das ist, manchmal ist es ein Unterschied, manchmal ein großer, manchmal ein kleiner Unterschied, aber es ist anders auf jeden Fall. Und dann atme dich in diese Haltung. Und schau immer wieder nach innen mit einem inneren Blick, ob es dir passt, ob du was verändern möchtest, ob du dich in diese Haltung hineinschmelzen lassen kannst. Und dann erzwing nichts auf diesem Weg dorthin. Lass es eher mit Freude entstehen. Und löst die Anstrengung, die du im Moment nicht brauchst. Atme es aus. Atme Frische ein. Und Anspannung aus. Einmal ganz tief einatmen und noch feiner und tiefer aus. Lass es atmen. Und dann bereite dich langsam darauf vor, wieder zurückzukommen. Und geh diesen Weg zurück. Und bring dann bitte die Füße nach vorn, ganz in Ruhe. Oh ja, das ist eine sehr schöne Wirkung, die wir jetzt spüren können. So, bringst du die Füße ein bisschen weiter nach außen und drehst die Beine nach innen und außen. Und dann beginnen mit den Füßen ganz große Kreise nach vorn zu malen. Auch in die andere Richtung. Wenn du noch was anderes brauchst, dann schenk dir das. Vielleicht die Beine ausschütteln oder den Boden ausklopfen. Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, die Beine zu regenerieren. Und damit auch natürlich die Hüftgelenke. So, wir brauchen Platz hinter uns. Schau, dass du ihn hast. Und leg dich bitte in die Rückenlage ab. Und lass die Füße gleich aufgestellt. So. Und wenn du hier in der Rückenlage ankommst, dann breite die Arme zur Seite aus. Schüttel gerne mal die Beine aus. Und leg ein Bein über das andere. Beginn mit diesem sanften Stapel nach rechts und links zu schaukeln. Und das ist eine sehr schöne, sanfte Drehbewegung des unteren Rückens. Wenn davon der ganze Rücken profitieren dürfte, dann könntest du mit dem Kopf entgegengesetzt ganz in Ruhe mitfließen. Und ein Gespür bekommen, welche Bewegung jetzt gut tut. Wie sie für dich am wohlsten und regenerierendsten sein darf. Aus der Mitte heraus ankommst, dann leg das andere Bein über und mach ganz genüsslich weiter.
in der Mitte wieder an und orientiere beide Füße breiter nach außen, deutlich breiter als ja, dein Becken selbst. Erde die Füße, versetz dein Becken ein kleines Stück nach rechts und lass die Knie ganz sanft nach links sinken. Und richte es für dich so ein, dass es sich angenehm anfühlt in allen Strukturen deines Körpers. Wenn es was ist, dann versetz den Kopf ein Stück nach links und wende ihn dann nach rechts. Und dann pass alles so an, dass es für dich gemütlich ist und dass du genau dort sein möchtest, wo du sein magst. Und im Ausatmen die Anspannung lösen. Lass dich hineinschmelzen. Entspann auch deine Schultern. Komm langsam, Schritt für Schritt zurück. Und versetz aus der Mitte der Matte heraus dein Becken ein Stück weit nach links. Lass dann die Knie in Ruhe nach rechts sinken. Genau dort, wie es dir gut tut. Wenn es das ist, dann versetz den Kopf ein Stück nach rechts. Und wende ihn dann nach links. Dann spüre diesen Effekt in der zweiten Seite, das Verschrauben des Rückens und das Entspannen deiner muskulären Strukturen. Und dafür darf jedes Ausatmen eine Einladung sein, eine Einladung loszulassen und dich hinzugeben. Entspannen auch ausatmen auch deinen Schulterbereich. Und dann komm Schritt für Schritt zurück. Wieder zur Mitte deiner Yogamatte zurück. Und hier bitte ich dich, für einen Moment deine Knie zu umarmen für Apanasana. Du kannst dich gern auch für einen Moment einrollen und ganz bei dir sein. Und dann bitte ich dich, den Kopf gemütlich abzulegen. Deine Schultern zu entspannen, die Ellenbogen vielleicht so ein bisschen nach außen zu orientieren und dieses Dasein als auch eine dankbare Umarmung für dich selbst zu nutzen. Ein Umarmen in der Dankbarkeit für das, was hinter dir liegt, was du heute alles gemacht hast, auch in dieser Yogastunde, das, was du dir geschenkt hast. Dankbar zu sein für diesen Moment, so wie er jetzt ist und so wie du jetzt bist. Bitte dich, die Knie einzeln zu greifen und im Einatmen die Knie etwas nach vorn zu schieben und Raum zu schaffen und im Ausatmen die Knie wieder heranzuziehen zu dir und das im Atemfluss weiterzumachen.
Du wirst geatmet, du brauchst dafür gar nichts tun. Du kannst die Atmung loslassen, dich ihr anvertrauen. Und so, wie du geatmet wirst, in die Bewegung fließen. Spür auch, ob es an diesen Wendepunkten vielleicht eine ganz kleine Pause geben dürfte. Aber keine Pause, die du kontrollierst, sondern wenn, dann ist es etwas, das entsteht. Und du beobachtest einfach, ob es entsteht oder nicht, wie die Atmung sich anfühlt und wie sie sich verlängert und verfeinert. Es atmet dich. Wir stellen die Füße langsam und bedacht wieder auf. Und rollen uns auf die Lieblingsseite. Einmal ganz herum. Ein Durchatmen. Und mit diesem Durchatmen bitte ich dich, den Weg wieder nach oben zu kommen in den Sitz. Lass uns einen bequemen und guten Sitz gemeinsam finden. Und das kann gerne auf einem Kissen sein. Eventuell mit gekreuzten Beinen. Mit, vielleicht den Schienbein einfach gekreuzt oder einer Variation für dich. Vielleicht am Lotus, denn wir haben die Hüftgelenke mobilisiert und es wird wahrscheinlich leichter fallen, jetzt in diesen Asana zu kommen. Aber schau auch hier, wie es für dich ist und fühl dich nicht zu etwas gezwungen. Ja, denn ein guter yogischer Sitz ist nicht durch die äußere Form bestimmt, auch wenn viele sagen, dass der Lotus-Sitz die einzig wahre Position ist, um erleuchtet zu werden. Ich finde, dass es eher ein inneres Gefühl ist. Passt dir der Sitz? Ist er gut? Dann kannst du dich darin wohlfühlen und bei dir ankommen. Und dann ist es keine äußere Form, sondern etwas, das du für dich machst. Und dann ist es egal, ob das jetzt ein Sitz ist, auf dem Stuhl oder ganz woanders oder welche Form der eben hat. Wie auch immer. Wenn du ihn entdeckt hast, dann leg bitte die linke Hand in die rechte und schließe die Augen. Sei wieder ganz bei dir selbst, unabhängig von dem Äußeren. Öffne den Blick nach innen und spür dein Becken. Mag es sich vielleicht etwas tiefer ruckeln in die Unterlage? Mag es sich wirklich erden? Darf es Gewicht abgeben? Darf es besser sein, wenn du variierst? Und dann komm dort an, wo du dich wohlfühlst. Entspann auch deine Hüftgelenke. Das ist die Brücke, das sind die Brückengelenke zwischen dem Unterkörper und dem Oberkörper. Und je entspannter sie sind und je durchlässiger sie sind, desto freier und wohliger wird dein Sitzgefühl. Beginne also auch vom Becken, dich nach oben aufzurichten, die Flanken wachsen zu lassen, als könnten sie durch die Achseln nach oben streben, die Schultern sich entspannen, den Nacken entspannen, mit dem Scheitel nach oben fließen und wachsen. Entspann den gesamten äußeren Körper, auch die Gelenke, die Muskulatur und folge der Atmung und werde geatmet.
Atmung ist immer wieder ein Tor, das dich nach innen bringt, das dich zu dir selbst bringt und in deinem inneren Zuhause ankommen lässt. Wir haben uns dieses Ankommen in dieser Yoga-Praxis geschenkt, wir haben uns Zeit dafür genommen. Aber das kann auch immer im Alltag sein, ein paar Momente dich spüren, durchatmen und bei dir zu Hause sein, um dich dort zu erholen und zu regenerieren. Lass es atmen, lass es durch den gesamten inneren Körper streicheln. Es atmet dich. Es atmet dich in eine innere Frische, wenn du einatmest, in ein Regenerieren und Beleben. Und es atmet dich in eine Entspannung und Erholung, in ein Loslassen dessen, was du nicht brauchst und abgeben magst, wenn du ausatmest. Es atmet dich in dein inneres Zuhause. In den Ort, an dem du bist, an dem du sein kannst, wie du bist. Einen Ort, der unabhängig von den äußeren Räumen ist, einem inneren Ort voller Weite und Güte und Ruhe. Dort, wo du wirklich bist, so wie du bist und so sein kannst, wie du bist. Das Ausatmen befreit dich von dem, was hinter dir liegt, von dem, was war, was vorüber ist. Und das Einatmen macht dich bereit mit einem offenen Herzen für das, was vor dir liegt, für all die Möglichkeiten, die auf dich warten. Für die Welt, die auf dich wartet. Und so lass es uns für diesen Weg wieder nach außen in diese Welt, für diesen Abschluss dieser gemeinsamen Stunde, die Hände vor dem Herz zueinander bringen, die Berührung der Hände spüren und sie auch dankbar annehmen, da die Hände ja sowieso vor dem Herz sind. Und in dieser Dankbarkeit ausatmen. Und wenn wir einatmen, dann öffne die Arme über die Seite, mach einen ganz großen Bogen über den Kopf nach oben, bring die Hände zueinander und atme aus. Und bring die Hände zur Stirn, zum Mund und zum Herz. Öffne dich noch einmal im Einatmen. Und atme aus und komm zurück zum Herz. Lass uns vor ihm miteinander verbeugen und verabschieden.
dann die Augen wieder öffnen. Namaste. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, wenn du magst und Shavasana noch anschließen möchtest, dann ist das eine perfekte Gelegenheit. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf das Wiedersehen.